Horido und willkommen zu einer neuen Folge von Nikos Sondeltagebuch. Ja, wir werden jetzt hier den Hang hinter mir hochgehen. Mantico ist dabei, wie ihr seht. Und werden auf den Acker gehen da oben. Ja, ich nehme euch da heute mal wieder mit. Mal gucken, was es da Schönes zu finden gibt. In der Nähe vom Acker war früher mein Handelsweg. Ich hoffe nur, ich fange mir jetzt beim hohen Gras nicht so viel Zecken ein. Ja, und auf dem Acker lagen schon hin und wieder mal tolle Silbermünzen. Von daher hoffe ich mal, da geht heute was. Ja, ich würde sagen, ich melde mich dann vom Acker, baue alles auf und so und dann melde ich mich nochmal. Bis gleich. Manticore ist aufgebaut, der steht da. Ja, ich packe mir gleich mal einen Rucksack und die Fundtasche und dann geht es auf den grünen Acker hier. Ja, ist ganz schön wild was gewachsen mittlerweile durch den ganzen Regen. Ja, wird bestimmt lustig werden. Aber so hoch ist es noch nicht, also können wir auch noch drauf sondeln gehen. Ja, wir sehen uns beim ersten guten Fund. Beziehungsweise werde ich euch jetzt erst zeigen, wie mein Manticore startet und dann geht es auch los. So, wir beginnen damit, dass wir im Manticore starten. Die Kamera mal ein bisschen ausrichten hier. So. Ja, als erstes drücken wir den Power-Knopf, um den Manticore zu starten. Dann sieht man auch schon, wie er gleich hochgefahren ist. Ja, dann beginnen wir damit und machen einmal einen Störungsunterdrückungsabgleich. Können wir auch die Taste gedrückt halten, sucht er sich die beste Frequenz aus, wo nichts stört. 2. Aber er bleibt bei zwischen 2 und 6. Lassen wir ihn mal auf 6. Dann sehen wir ja, wie es weiter stört. Ein paar Störungen haben wir hier noch. Gehen wir mal mit der Sense noch ein bisschen runter. Jetzt suchen wir uns hier ein Stück, wo wir kein Eisen haben. Ah, da ist kein Eisen. Dann machen wir einmal den Bodenabgleich. Bodenabgleich auch. Taste wieder gedrückt halten. Und dann pumpen, bis der Wert sich eingependelt hat. Hier bleibt er jetzt auf 65 stehen. Ja, Bodenabgleich auch abgeschlossen. Und jetzt können wir schon loslegen. Ja. Sondelt Vista her. So, und da haben wir auch gleich erste Signal. Ja, 60, 70. Aber liegen noch andere Sachen daneben irgendwo. Gucken wir mal, was war. Scheiße. Ja, das ist ganz schön hart. Ups, jetzt ist meine zweite Kamera runtergefallen. Das war nicht geplant. Okay, wir haben es draußen. Dann gucken wir doch mal, was wir da haben. Dann schauen wir mal. Geht ja schon gut los. Eine Münze. Und das ohne Handschuh. Ein Pfennig von 1868. Ja, der kommt natürlich gleich ins Coinpit. Wenn der Tag schon so losgeht, dann kann er ja nur gut werden. Oh Scheiße, da stecken noch 2 Pfunde vom letzten Mal drin. Ganz vergessen, 2 Knöpfchen. Ja, merken wir uns, die sind noch vom letzten Mal. Alles klar, ich würde sagen, wir machen das Loch wieder zu, Pinpointer aus und sehen uns dann beim nächsten Signal. Falscher Handschuh. Ja, hier haben wir das erste Signal.
schwankt ganz schön. Ging eben auch mal wieder einen roten. Hört sich auch nicht ganz so prall an, aber es bewegt sich auf der Mittellinie im 2D-Display. Und ich werde es jetzt einfach mal graben, ob das einfach nur wieder so ein Pilzkopfnagel ist. Alter, scheiße. Einfach mal graben, ist wieder gut gesagt, Herr Böckelmann. Ei. Einfacher gesagt als getan. Steine. Noch mehr Steine. Noch mehr Steine. Ha, doch keine Eisen. Ich sag ja, hört sich komisch an. Ein Teil einer Patronenhülse. Schon abgeschossen, voll mit Dreck. Ja, kommt eine Schrotttasche. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Signal. Ich hasse diesen Kampf mit dem Dreck. Oh, gefährlich. Scheiß. Nicht in der Natur gehört. Ja, bis gleich. Oh, da haben wir ein schönes 48er. Schön kreisrund. Ah, könnte schon in Richtung Münze bis Silbermünze gehen. Auf eine Münze tippe ich schon mal. Oder einen Knopf. Ja. Es ist rund. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Es ist kreisrund. Ich mache jetzt erstmal ein Foto. Ich glaube, da steht Heller drauf, 1800. Sehr schön. Sehr geil. Wir sehen uns beim nächsten Signal. Loch wieder zu. Weiter geht's. Hey, da läuft wer neben mir her. Mein Schatten. Ja, sehr viel Eisenmüll hier auf der Fläche. Und nur noch sehr wenige Funde. Oh, hier haben wir jetzt ein schönes 38er Signal, 40, kreisrund. Ich tendiere wieder Richtung Münze oder Knopf. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, das ging schon mal einfacher als da oben vorhin. Klumpen ist es. Dann gucken wir doch mal, was wir da haben. Ach, ich sehe wieder was Rundes. Da ist das geil. Da ist wieder was Rundes. Ja, können wir auch einmal halten. Zack, zack. Foto machen. Zack. Ja, hier ist er. Nächste Münze heute, würde ich sagen. Ja, da am Rand sieht noch Prägung zu erkennen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was für eine ist. Muss ich sauber machen. Vielleicht sieht man es ja noch. Ja, nächste Münze. Die dritte heute schon. Prima. Jo, wir sehen uns beim nächsten Signal. Ja, hier haben wir jetzt ein 75er, 71er. Ja, schwankt ein bisschen. Ist aber genau auf der Mittellinie.
Sollte also theoretisch kein Eisen sein. Kommt auch beim Pumpen gut rein. Dann gucken wir. Doch, ich habe mich ja eben erst noch beschwert. Kaum Funde, aber ich habe schon 3 Münzen. Und kaum Schrott, das ist gut. Das ist bestimmt Monsieur the Pilzkopfnägel. Steine dazwischen machen. Das Ganze natürlich nicht einfacher. Ist das ein Stein? Ja, ist ein Stein. Oh nee, muss ich irgendwie versuchen, an diesem fucking Stein vorbeizukommen. Doch kein Pilzkopfnagel. Ein geiler Fund. Eine 61. War bestimmt mal eine Ohrmarke. Sie sieht alt aus. Ja, kennt sich wer mit Ohrmarken oder was das hier ist aus? Und kann mir sagen, von wann die ist? Sehr cool. Aluminium auf jeden Fall. Ja, Fotos machen, Loch wieder zumachen und weiter geht's. Wir sehen uns beim nächsten Signal. Bis gleich. Ja, hier haben wir jetzt ein schönes 75er Signal. Da schauen wir doch mal, das hört sich richtig gut an. Ich habe gar nicht geguckt, eben war das rund. Ja, das könnte auch schon wieder im Bereich vom Silberbelt gehen. Jetzt verändert sich das Signal aber. Scheint also schon verkantet worden zu sein, ne? Ich würde sagen, es ist wieder eine Münze. Ich würde sagen, ich sehe sie auch schon, ohne dass ich pinpointen muss. Guck mal da. Da ist dieses kleine Münzlein. Ja. Sehr schön. Wie immer, Foto erstmal machen. Ja, ich weiß, ich fotografiere viel zu viel. Ja, wo ist er denn jetzt, Alter? Zack. Eine Alumünze. Die guten alten 200 Mark. Die vierte Münze heute. Ja, alles klar. Loch wieder zu. Münze ins Coinpad. Weiter geht's. Da ist das heute ein münziger Tag. Oh, lauter Münzen. So kann es weitergehen. Bis gleich. Ja, jetzt haben wir hier einen ekligen Ton. Ein. Na, ein schwankendes Signal zwischen 80, 86. Drehen wir uns mal. Jetzt kam kurz Eisen durch. Aber ich tendiere eigentlich schon fast zu Eisen, aber es zieht sich auf ein 2D-Display genau auf der Mittellinie. Heißt eigentlich theoretisch darf es kein Eisen sein. Ja, jetzt hat man es klarer. Jetzt ist es ein 90er, 92er. Oh, vermutlich Alu oder so. Alter, wo ist denn das? Müssen wir mal in Pinny gucken, ne? Was sagt der Pinny? Alter, der Pinny sagt auch noch nichts. Das ist übel. Müssen wir noch ein bisschen schachten. Ich hoffe nur, dass es kein Kampfmittelrotz ist. 90. Dann kommen wir noch gerne mal Aluzünder rein oder so. Wir haben es raus. 87 ist es jetzt.
Ja, das ist es. Wollen wir mal gucken, was es ist. Das ist auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, Alu. Irgendwo ausgestanzt oder so. Vielleicht. Ich mach's mal sauber, vielleicht ist da was drauf zu erkennen. Aber ja. Ein Stück Alublech. Wir sehen uns beim nächsten Signal. Loch mache ich natürlich gleich wieder zu. Ich will nur ein paar Fotos machen. Ja, hier haben wir ein schönes. Ja, schwankt ein bisschen zwischen 8 und 10. Aber in solchen Werten hatte ich schon dünne Silbermünzen. Deswegen grabe ich das auch, wenn es zu 99% jetzt wahrscheinlich Alufolie sein wird. Oder habe ich meine 100 Mal Alufolie graben schon voll? Wir werden es gleich wissen. Ha, hier. Nee, das ist nur ein Fitzel Zinkblech. Schade, keine Münze. Ja, ab in eine Schrotttasche. Aber bis jetzt geht das Schrottverhältnis heute noch. Wir sehen uns beim nächsten Signal. Ja, hier haben wir jetzt einen 40er, 45, 38. Wieder ein sehr schwankendes Signal. Der Boden ist ja auch sehr, sehr trocken. Wundert mich eigentlich dafür, dass es so viel geregnet hat. Aber leitet der Detektor natürlich auch nicht so gut die Strahlen in der Erde. Ja, da ist er. 37 ist es jetzt. Scheint aber was Kleines zu sein. Oh, ich hab's. Ist wirklich sehr klein. So eine kleine Knallpatrone, um Geflügel oder so aufzuschrecken, die für Jagd benutzt wird. Ja, auch ab in den Schrott. Und wir sehen uns beim nächsten Signal. Nicht wundern, hier über mir ist eine Hochspannungsleitung. Deswegen, weil ich noch im Multifrequenz laufe, stört es ein bisschen. Hier haben wir aber trotzdem ein 20er, 21er Signal. Hört sich schon sehr gut an. Aber ich habe diesmal absolut keine Vermutung, was das sein könnte. Hä? Ich will den Pinpointer verarschen. Ich sehe nichts. Das fies. Das ist es. Kein Wunder, dass ich nichts sehe. Guck mal, hier sind die Steine hier. Oder hier. Die sehen fast genauso aus wie das Ding hier. Ein kleiner Bleigussrest ist das. Ja. Also ab in die Mülltasche. Wir sehen uns beim nächsten Signal. Ja, hier haben wir das nächste Signal. Ein 14er. 13, 14. Ja, mehr 14 bis 15 als wie 13. Wieder ein sehr geringer Leitwert. Aber kein Eisen. Da muss es sein. Ziemlich genau da. Sag's doch. Profi hält. Oh, mein erster Mini-Knopf heute. Ja, ein kleines Knöpfchen. Oder ein kleiner Nagel. Auf jeden Fall war hinten entweder eine Öse dran oder eine kleine Spitze, weil es ein Polsternagel ist oder so.
scheint auf jeden Fall Kupfer zu sein. Ja, ich sollte die Sins mal runterdrehen. Ich bin auf 29 Speed, ganz schön. Ja, wir sehen uns beim nächsten Signal. So, hier haben wir jetzt wieder ein schönes Beispiel. Schönes, knackiges 33er, rund. Und irgendwo hier ist noch fast was Eisen wahrscheinlich daneben. Da sieht man auf dem 2D-Display, wir haben zwei Funde. Einmal den runden 33er auf der Mittellinie und einmal da oben den Eisenfund im oberen Bereich. Aber wir konzentrieren uns auf den hochwertigen Fund, den 33er. Bin schon gespannt, was das sein wird jetzt. Oder ob wir doch einen Eisenfund haben, der mich jetzt hier gerade verarscht. Nein, das 33er knackig ist noch da. Sehr schön. Dann schauen wir doch gleich, was es ist. Aber da seht ihr mal wieder, wozu das 2D-Display auch noch gut ist halt. Oh, schöne Grüße an die Sonnenhexe. Du hast mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Habe ich am Klingelton gehört. Ah, hier haben wir es. Wir haben ein Stück Zinkblech, würde ich sagen. Hatten wir vorhin auch schon mal ab in eine Schrotttasche. Ja, aber auf jeden Fall kein Eisensignal. Aber daneben lag auch ein Eisensignal, wie ich gesehen habe. Und das sind so, wenn so zwei Sachen nebeneinander liegen, tun manche Detektoren sich ein bisschen schwer, es zu unterscheiden. Dann hätten wir euch unter Umständen nur das Eisensignal rausgehauen. Okay, jetzt in dem Fall wäre es nicht schlimm, weil es war nur ein Stück Blech. Ja, wir sehen uns beim nächsten Signal. Ja, und falls ihr euch denkt, wieso hat er denn seinen Send so hoch? Das muss doch voll stören, das ganze Gequietsche. Ich muss mich korrigieren. Sobald ich schwenke, ist er recht ruhig. Und knallt mir aber die guten Signale auch halt wirklich raus. Denn, ne? Wenn ich ihn jetzt wieder hinstelle, wird er wieder anfangen, ein bisschen zu zuckeln. Ja, da zuckt er wieder ein bisschen. Es liegt an der Hochspannungsleitung über mir, weil der Stromzaun recht dicht in der Fläche ist. Ja, da hat man es dann ab und zu mal. Aber ich will auch jetzt nicht auf Einzelfrequenz schalten. Man könnte ihn still machen. Aber warum soll ich auf Leistung verzichten, wenn er beim Schwenken die Klappgusche hält? Der Mantigua ist halt ein Biest, was bewegt werden will und meckert, wenn er rumsteht. Ja, okay. Genug gelabert hier. Ich wollte euch das jetzt mal zeigen hier. Und wir sehen uns beim nächsten Signal, bevor ich die Ohren wegfliegen, wenn der Kopfhörer auf habt, weil ich hier über die Stoppelhalme schwenke. Ich denke mal, das ist über Kopfhörer gerade nicht so angenehm und ihr verzeiht mir den Fauxpas. Alles klar, bis zum nächsten Signal gleich. Hier haben wir jetzt... Wow. Irgendwas im 60er Bereich schwingt ganz schön. Ja, scheint auch kleiner zu sein oder tiefer zu liegen. Auf dem 2D-Display zeigt er auch irgendwie. Ja, doch, scheint rund zu sein. Sah ein bisschen komisch auf dem 2D-Display aus. Aber wir werden ja eh gleich sehen, was wir haben. Auch geiler, wenn man eine Brille auf hätte, wo man sehen kann, wo man gerade drüber schwenkt, was das ist. So richtig 3D-mäßig. Hier irgendwo an der Kante sein. Am Equinox 800 hätte ich jetzt gesagt, vom Ton her, da steht die Chance nicht schlecht, dass es ein Pilzkopfnagel ist. Aber ich glaube, es ist eher eine Münze oder ein Knopf. Hey Leute, da liegt's. Es ist rund. Es ist rund. Ich frage mich nur, warum es eben so ein gestörtes Signal war. Ja, ihr kennt es ja mittlerweile. Foto machen. Zack. Und jetzt ist raus. Ich will euch zeigen. Ich glaube, das ist eine Scheidemünze. Und das ist meine fünfte Münze heute. Und die zweite Scheidemünze. Weil das eine vorhin war auch schon mal eine Scheidemünze. Ja, alles klar. Loch zu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Signal. Nächste Signal. 19, konstant so ziemlich. 10 cm tief. Oh, Spaten der Tiefe musste reichen. Wir müssen es raus haben.
Ja, in dem Klumpen. Oder neben dem Klumpen. Es hat runde Kanten. Oh, entweder ist es eine Zinkmünze, aber sieht eher aus wie so ein Zinkknopf. Es sind keine Löcher zu erkennen und keine Öse. Ja, mal sauber machen, vielleicht sieht man dann mehr. Dann blende ich es euch noch mit ein. Aber sieht schon ganz gut aus von heute, ne? Alles von heute. Die beiden waren noch drin vom letzten Mal. Schon schöner Run gewesen bis jetzt. Aber ich bin auch nicht mehr lange unterwegs. Ich schätze mal 10 Minuten noch. Dann müsste ich am Ackerende sein. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Signal, wenn noch eins kommt. Ja, sonst kam leider kein gutes Signal mehr rein. Damit habe ich den Sondeltag dann auch beendet. Aber ich muss sagen, es war ein sehr guter Sondeltag mit 5 Münzen, wenig Schrott. Aber ich muss sagen, ich war sehr, sehr zufrieden. Ja, und bei euch möchte ich mich bedanken dafür, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst doch bitte auch ein Like da, damit ich dem Algorithmus hier bei YouTube endlich mal knacke. Und wenn ihr noch keins habt, auch ein Abo. Das Abo kostet nichts und ihr werdet immer auf dem Laufenden gehalten, wenn es was Neues von mir gibt. Ja, drückt doch auch die Glocke, dann verpasst ihr erst recht nichts mehr. Alles klar, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Nikos Sondeltagebuch. Und ein Danke geht auch noch raus an den Sondlershop Lunzer und an MeinLab für die Unterstützung. Bis bald, ciao, ciao, bleibt gesund und habt allzeit gut Fund.